So, seht ihr, wie spät es ist? Seht ihr, wie wunderbar warm es draußen ist? Ich muss gleich los mit dem Fahrrad zur Uni eine Stunde. Ja, fuck. Hi Leute, hier ist Heikap Christian und ich bin müde. Ich bin müde, ich habe keine Lust, bei minus 3 Grad zur Uni zu fahren, aber naja, was macht man halt, um Geld zu sparen, ne? Ich gehe jetzt erstmal frühstücken, versuche mir so viele Brote mit Erdnussbutter und Marmelade zu machen und runter zu würgen, irgendwie wie ich es schaffen kann, weil ich halt einfach vor einer Radtour von 20 Kilometern ein bisschen was essen muss und da muss ich auch teilweise ein bisschen mehr essen, als ich eigentlich will. Jo, ich probier's und dann gleich geht's ab in die Kälte. Menno. So, das sind jetzt die Brote, die ich esse mit Erdnussbutter und meiner selbstgemachten, ja, Cranberry-Marmelade, Cranberry-Aufstrich, den ich euch auch schon mal gezeigt habe. Dazu gibt es eine Tasse von diesem Tee hier, Vanille Rooibos von Starbucks, weil ich was Warmes im Magen brauche, bevor ich gleich losfahre. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt gleich wird. Wenn ich um 9 eine Vorlesung habe, so wie heute, fahre ich normalerweise um 7:45 Uhr los, damit ich halt, ja, meiner Fahrt Dauer von 50 bis 55 Minuten ungefähr noch einen Zeitpuffer von 15 bis 20 Minuten habe, weil ich halt, wie ihr sehen könnt, mit meinem Radoberteil losfahre und meine richtige Kleidung halt mitnehme, weil das Radoberteil danach einfach so durchgeschwitzt ist, dass ich, ja, das auch nicht bringen könnte, einfach in normaler Kleidung loszufahren und dann, ja, in der Vorlesung zu trocknen. Das habe ich einmal gemacht, aber das war ziemlich widerlich. Und heute fahre ich halt um 7:30 Uhr los ungefähr, weil ich halt weiß, dass ich langsamer fahren muss. Also ich fahre normalerweise so einen 23er Schnitt, 25er Schnitt, wenn es richtig gut läuft und die Straßen einfach komplett frei sind. Aber das kann ich bei minus 3 Grad nicht bringen. Da muss ich einfach, ich muss mich dicker einpacken, ich muss langsamer fahren, damit ich den Fahrtwind nicht so stark abbekomme. Ich muss langsamer fahren, weil ich mich mit einem Schal einwickeln werde und nicht so viel atmen kann. Ich bin echt gespannt. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich sagen kann. Ich bin gespannt. Okay, let's go. Also, wie ihr sehen könnt, das Gras ist silber. Der kleine See da ist gefroren. Also, wie ihr sehen könnt, minus 6 Grad Celsius, 8:24 Uhr, ich war 43 Minuten unterwegs. 15 Kilometer, 4 Kilometer habe ich noch vor mir. Bislang, eigentlich, es ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Also, man kann es aushalten. Okay, ich bin jetzt hier im Fahrradkeller unter einem Gebäude. Sehr eigenartig, dass es hier so leer ist. Normalerweise ist auch an einem Montag hier alles rammelvoll. Wird wohl am Wetter liegen. So, 3 Stunden Vorlesung. Das Gute ist, dass es immer in 45-Minuten-Blöcke unterteilt ist. Da habe ich 45 Minuten Vorlesung, 15 Minuten Pause, 45 Minuten Vorlesung. Es gibt einen Starbucks-Automaten. Ich konnte mir Tee holen. Das ist ganz praktisch, weil ich es ein bisschen am Hals habe heute. Und dann konnte ich mir noch ein bisschen Zucker reinpacken, um schön viel Glucose gleich für den Weg nach Hause zu haben. Jo, ich mag die Uni hier. Ich zeige euch gleich noch mal ein paar Bilder. Es ist so viel besser als Bochum. Es ist so unfassbar viel besser als Bochum. Kein Wunder, dass ich hier meinen Master machen möchte. Jo, jetzt Uni-Bilder und ich sehe euch nach der Vorlesung. Das, meine Freunde, ist der Grund, warum ich morgens mit dem Rad zur Uni fahre. Das ist die Standardausführung eines niederländischen Radweges. Ihr habt da eine Spur in diese Richtung, hier eine Spur in diese Richtung. Eine Unterführung unter der Straßenkreuzung, dass man einfach durchfahren kann.
Und das existiert so halt auf beiden Seiten der Straße, also auf dieser Seite der Straße und auf der Seite der Straße. Und ich fahre auf so einem Radweg, auf so einem asphaltierten Radweg, der auch sauber gemacht wird, wenn da Laub drauf liegt, 20 Kilometer durch im Prinzip. Geht, ne? So, ich mache mir jetzt meinen täglichen grünen Smoothie. Zuerst mache ich Datteln rein. So 5 mit Joule-Datteln ungefähr. Als Obst eine Packung von diesen Mangostückchen hier. Das sind 200 Gramm, glaube ich. 250 Gramm. Tiefgefroren. Dann eine Handvoll von Nüssen. Heute jetzt mal Paranüsse. Dann noch ein bisschen Leinsamen. Oh. Jo, das war ein bisschen viel. Egal. Als Flüssigkeit, ich habe noch einen Tee von heute Morgen. Der Rooibos-Tee von Starbucks. Und weil ich den nicht verschwenden möchte, kippe ich den jetzt einfach da rein. Und das Wichtigste am grünen Smoothie, das Grünzeug. Ich habe jetzt hier tatsächlich ganzen Grünkohl. Und wenn ihr nicht wisst, wie man den jetzt davon abbekommt, ja, haltet den hier so in der Hand fest und dann zieht ihr da einfach dran. Dann habt ihr hier nur das Grünzeug in der Hand. Das waren jetzt 3 ziemlich große Blätter. Das fülle ich jetzt mit Wasser auf. So, los geht's. So. Tada, hier ist der Smoothie. Schmeckt gar nicht nach Leinsamen, obwohl da jetzt so viele Leinsamen drin sind. Das sind jetzt etwas mehr als 2 Liter. Die werde ich jetzt den Tag verteilt trinken. Und für mein Mittagessen habe ich mir gestern Abend schon 2 Süßkartoffeln gekocht, beziehungsweise gebacken. Schaut mal, wie groß die sind. Das ist 1,8 Kilo Süßkartoffelhimmel. Die haben nämlich jetzt endlich die orangenen Süßkartoffeln und nicht nur die lilanen Süßkartoffeln. Die finde ich zum so Essen nicht so toll. Ich finde die orangenen besser, weil die halt süßer sind. Und dazu mache ich mir noch Bohnen. Ich habe 1 Kilo Bohnen gekauft. Die wollte ich mir noch schneiden und kochen und dann essen. Zusammen mit Süßkartoffeln und wahrscheinlich, soßentechnisch, es wird auf Ketchup hinauslaufen. Was ich euch übrigens für jede langweilige Küchentätigkeit raten kann, ist: Holt euch einen Laptop dazu oder ein iPad oder auch nur euer Handy und schaut irgendwas auf Netflix, so wie ich jetzt Gilmore Girls gucke währenddessen, weil nur Gemüse schneiden ist halt auch langweilig, wenn es 1 Kilo Bohnen sind. So, da ist mein Mittagessen. So, ich habe den ganzen Tag eigentlich gar nichts gemacht, es ist jetzt 19 Uhr und ich habe eigentlich, ich habe den ganzen Tag halt nach Reiseangeboten geguckt, weil ich über Weihnachten weg möchte, weil ich irgendwie überhaupt keinen Bock auf Weihnachten habe dieses Jahr, weil sind gerade nicht so einfache Zeiten bei mir persönlich und deshalb dachte ich so, ich entfliehe dem ganzen Weihnachtstrubel und nehme mal nur ganz bewusst Zeit für mich und mache ein paar schöne Tage und ich wusste halt nicht, wohin ich fahren soll und ich hatte jetzt irgendwie an Istanbul gedacht, aber da waren die Flugzeiten einfach so schrecklich. So 2 Uhr morgens von Amsterdam losfliegen oder so. Und dann auch nicht zu dem Hauptflughafen, der ja gut mit der U-Bahn erschlossen ist, sondern zu dem anderen Flughafen. Dann müsste man noch ein Taxi und so. Und das wäre mir einfach alles zu stressig gewesen. Und das ist genau das, was ich gerade irgendwie nicht wollte. Beziehungsweise halt nicht Stress im Sinne von: Es gibt ja 2 Arten von Stress, also nicht quasi den bösen Stress, so Stress und man mag es nicht. Und es gibt ja auch den positiven Stress bei einer Reise und man freut sich drauf. Und da wusste ich schon so halt, nein, ich würde es schrecklich finden. Ja, jedenfalls bin ich jetzt nach langem Suchen auf London gekommen, fahre mit dem Eurostar hin, fliege mit Flieg zurück. Allerdings vom City-Flughafen, das heißt, er ist ja nur eine halbe Stunde oder so mit der U-Bahn vom Stadtzentrum entfernt. Also wirklich, ich bin um 12 Uhr in London und fliege erst um 19.45 Uhr wieder ab, komme am 23. an, fliege am 27. zurück. Und ja, vom 25. ist England ja einfach knallhart tot, da ist ja nichts, es ist nichts offen, es fährt keine U-Bahn.
Das ist genau das Richtige, um einfach mal komplett abzuschalten, denn dann kann man die schönen Gebäude in London vielleicht auch mal sehen, ohne dass man überrannt wird und ohne dass einfach so viel optische Störung durch Autos und Radfahrer und alles Mögliche um einen herum ist. Das heißt, ich freue mich da auf viel, ja, viel Laufen, viel Sehen, Parks und so weiter. Und jetzt werde ich mich, denke ich, noch ein bisschen an den Schreibtisch setzen, vielleicht noch gucken, dass ich die Texte für morgen durchkriege für die Uni. Was bei der Vorlesung ehrlich gesagt nicht so wichtig ist, die Texte freigelesen zu haben. Koreanisch lernen noch, Gitarre üben, irgendwie sowas, grünen Smoothie auftrinken.